Es ist Sonntag, der 28. Januar, 9:06 und ich sage herzlich willkommen, Werner Tiki Küstenmacher. Ja, hallo Frau Stenger. Bei Ihnen wird der ein oder andere Sie besser kennen unter dem Titel der Autor von Simplify Your Life. Ist das ein Problem für Sie? Nö, überhaupt nicht. Simplify Life ist eine tolle Marke geworden. Und es kann ich gut verstehen, dass man sich das leichter merken kann als Tiki Küstenmacher. Wer solche Bücher schreibt wie Sie, ist bestimmt perfekt organisiert, oder? Nee, leider überhaupt nicht. Also ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe die ganz normalen Schwierigkeiten, die jeder hat. Und ich glaube, ich mache solche Bücher auch, weil ich immer wieder neue Tricks suche, wie ich mich selber überlisten kann. Also, das heißt, die Bücher haben Sie eigentlich für sich selbst geschrieben? Absolut, ja. Das war, fand ich ganz interessant, so beim Lesen, als Sie selbst Hausmann wurden und sich anders organisieren mussten. Genau, wir hatten zwei kleine Kinder. Und wenn man dann als Mann mal selber verantwortlich ist für den Haushalt, dann, ja, da habe ich mir gedacht, kannst du nicht von Profis lernen? Also ich habe hier nicht gelernt, wie man putzt, wie man Kinder erzieht, wie man Zeit managt und so weiter. Und da habe ich mich eben umgehört, was gibt es da für Leute, die sowas schon können? Und da bin ich zum Beispiel auf ein Buch gestoßen aus den USA. Da hat ein Putzprofi geschrieben, wie man putzt. Und das fand ich sehr reizvoll. Das ist ja echt. Und das hat funktioniert. Naja, also da waren so simple Sachen drin. Wenn man die liest, denkt man sich, klar, muss so sein. Also, dass man beim Putzen zum Beispiel oben anfängt, weil der ganze runterrieselnde Dreck, den nimmt man dann im Laufe der Zeit auf. Aber ich habe es nicht gewusst. Ich habe immer mit dem Boden angefangen und gemerkt, wie blöd das war. War Ihre Frau zufrieden so mit ihrer Leistung im Haushalt? Doch, ja, toll. Ja. Also das, es gab natürlich immer wieder so Auseinandersetzungen, jeder hatte so eigene Vorstellungen, aber dann haben wir eigentlich gemeinsam an einem Strick gezogen und haben gemerkt, das ist ja eigentlich ein Riesenthema und haben dann 1998, haben wir dann gemeinsam so einen Newsletter, also einen Beratungsbrief herausgegeben, der hieß am Anfang Glücklicher und einfacher Leben und dann hieß er Simplify Life, weil das einfach, ja, kerniger war, dieses Wort. Werner Tiki Küstenmacher, bekannter als unter dem Namen als Autor von Simplify Your Life. Ganz viele Bücher sind da entstanden, unter anderem auch ein ganz neues, da geht es ums Entrümpeln und ganz viel, wie man auch sein Leben gestaltet hat, mit Aufräumen zu tun. Once I was 7 years old. Guten Morgen, Silvia am Sonntag ist hier mit einem Autor eines Weltbestsellers Simplify Your Life. Also vereinfache dein Leben. Ganz viele Bücher sind unter diesem Namen mit entstanden. Es geht eigentlich wirklich darum, wie wir unser Leben aufräumen können, vereinfachen können. Und Sie haben damit ja einen wirklichen Nerv getroffen, Herr Küstenmacher. Warum lieben wir das alle? Also ich habe das Gefühl, alle lieben aufzuräumen, ihr Leben irgendwie ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Also ich denke, das ist vor allem eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die dann auch viele Leute gemacht haben, die das Buch gelesen haben. Wenn man die Dinge um sich herum in eine Ordnung bringt, wenn man Sachen wegschmeißt, die einen belasten, dann hat man nicht nur Platz und dann fühlt man sich selber besser. Also das macht was mit einem selbst. Und dieser Zusammenhang zwischen der Welt da draußen und der Welt in mir drin, den finde ich wahnsinnig faszinierend. Das hat viel mit unserem Gehirn zu tun. Damit haben Sie sich auch intensiv beschäftigt. Und es ist wirklich, macht Spaß zu lesen. Das ist ja dieses limbische System. Sie nennen es Limbi. Klingt schöner. Und klingt vor allem schöner als das, woher wir es kennen. Der innere Schweinehund. Dass wir also einen Teil von uns beschimpfen. Und meine Botschaft oder was ich dann für mich selber wirklich erkannt habe, wenn wir diesen inneren Schweinehund nicht Schweinehund nennen, sondern Limbi und ihn als Freund betrachten und nicht als Feind, dann können wir mit ihm eigentlich viel, viel besser umgehen, als wenn wir ihn ständig beschimpfen. Überhaupt eigentlich eine Sichtweise, wie man mit vielem im Leben besser klarkommt. Also Dinge nicht zu negativ belabeln, das ist ja auch beim Entrümpeln so, sondern eher einen positiven Zugang zu finden. Ganz genau. Also freundlich mit sich selbst umgehen. Ah ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Ja, das fällt ja komischerweise manchmal, wir sind manchmal so hart mit uns selber. Genau. Das ist eigentlich schade. Ja. Das war auch das schönste Lob, was ich mal gehört habe von einer Frau, die hat gesagt, in ihrem Buch werde ich gemocht.
Oh, und wie schön. Das hat mir sehr gut getan. Ja, das ist schön. Ja. Ich kenne halt auch so Ratgeber von irgendwelchen Marathonläufern oder irgendwelchen Superstars, die sagen, ja, du musst es genauso hart machen wie ich, du musst an dir arbeiten und so. Und das ist schrecklich. Also sowas lege ich schnell weg. Also in diesen Büchern von Werner Tiki Küstenmacher werden Sie gemocht. Alle Infos dazu auf ffh.de. Hallo, hallo. Aufgeräumt in den Sonntagmorgen mit Silvia am Sonntag, der Talk. Wer seinen Schreibtisch im Griff hat, hat auch meist sein Leben im Griff. Das ist die These meines heutigen Gastes, Simplify Your Life, Autor Werner Tiki Küstenmacher. Herr Küstenmacher, Sie sind ein freundlicher Mensch, deshalb formulieren Sie das auch so, aber im Umkehrschluss heißt es ja auch, Chaos auf dem Schreibtisch sagt auch ein bisschen über unser chaotisches Leben aus. Ja, genau. Also ich kann an meinem Schreibtisch eigentlich auch immer ganz gut ablesen, wie ich gerade innerlich drauf bin. Aber ich würde es eben immer positiv sagen. Also man kann mit einem aufgeräumten Schreibtisch macht man was Positives mit sich selber. Und wenn einer sehr große Stapel da auf seinem Tisch hat, dann ist er kein schlechter Mensch und kein unorganisierter Chaot oder so, sondern das ist halt dann oft auch eine Phase. Also wenn halt überhaupt keine Zeit ist, wenn man sehr dicht gedrängten Terminplan hat, wenn man sich da verschätzt hat, dann entsteht halt sowas. Und dann, das ist aber eine Erfahrung, die mache ich selber immer wieder, wenn man mitten im größten Stress sagt, ich räume jetzt auf, ich mache jetzt einfach mal alle Maschinen Stopp, ich will einfach mal wieder eine klare Struktur vor mir sehen, dann hat das einen ganz enormen Effekt. Also ich rate dazu, nicht zu warten, bis ich mal dazu komme mit dem Aufräumen, sondern das eigentlich, ja, im größten Stress hat es den größten Effekt. Also das, was einen ja manchmal scheinbar abhält, weil man denkt, man muss andere Sachen machen, gerade dann soll man kleinen Schritten mal aufräumen. Genau, das ist auch ein wichtiges Stichwort, die kleinen Schritte. Ja, nicht zu viel vornehmen, ne? Ja. Genau, die Leute nehmen sich zu viel vor. Man denkt immer, also aufräumen, entrümpeln, das muss jetzt so eine Wahnsinnsaktion sein mit mehreren Containern voll, die ich da dann zum Wertstoffhof bringen muss. Und das überfordert einen oft und dann gibt man es völlig auf. Deswegen ganz wichtig, klein anfangen in kleinen Schritten. Die Menschen unterschätzen, was sie in kleinen Schritten schaffen können. Und sie überschätzen die Kraft von diesen Gewaltaktionen. Was wären zum Beispiel kleine Schritte? Also wo könnte man anfangen? Ja, Klassiker ist eine Schublade. Es gibt so Schubladen, die haben einfach keinen, da könnte man keine Aufschrift drauf machen, was da drin ist, sondern da ist einfach allerlei. So, genau. Nee, das sind Dinge, die haben halt keinen festen Platz und die wandern dann da rein. Und wenn man so eine Schublade aufräumt, muss man sie erstmal komplett entleeren. Schön sauber machen. Schubladen haben auch das Problem, dass sie beim Aufräumen ja immer, beim Aufmachen der Schublade verursachen sie immer so ein Erdbeben. Also dann ist alles durcheinander geschüttelt. Deswegen ist es gut, in der Schublade eine Einteilung zu haben. Also da noch so ein paar Kästen hat, die von oben zu greifen sind. Naja, und dann schmeißt man eben alles raus und räumt in diese geputzte, schön unterteilte Schublade die Sachen wieder rein. Und dabei wird man ganz automatisch das Zeug nicht wieder genauso reintun, sondern bestimmte Gegenstände fasst man an und sagt, nee, in diese schöne Schublade kommt dieser blöde Gegenstand nicht. Aufräumen kann Spaß machen, sagt mein heutiger Gast Werner Tiki Küstenmacher, Autor des Weltbestsellers Simplify Your Life, vereinfache dein Leben. Simplify Your Life, vereinfache dein Leben, dieser Bestseller, an dem kommt keiner vorbei. Also den sieht man in jeder Buchhandlung immer noch, obwohl er ja schon so lange im Markt ist. Der Autor ist heute zu Besuch bei Silvia am Sonntag, Werner Tiki Küstenmacher. Und ja, also Sie haben ja schon Tipps gegeben, wie wir zum Beispiel was einfach entsorgen, wegwerfen. Das ist halt ganz wichtig beim Entrümpeln. Trotzdem, also es fällt ja dann doch immer, es fällt schwer dann wirklich diesen letzten Schritt zu gehen und tatsächlich was wegzuwerfen. Ja. Ja, und es gibt eben so ein paar typische Blockaden. Also man sagt, Mensch, es hat doch alles Geld gekostet. Und wenn ich das jetzt wegschmeiße, ist es weg. Aber so ist es halt. Also dadurch, dass Sie bestimmte Klamotten, die Sie nicht mehr anziehen, im Schrank behalten, dadurch behalten Sie ja nicht den Wert, sondern das hängt wertlos im Schrank. Ja. Oder wenn man sagt, ich will, dass die Sachen nochmal in gute Hände kommen.
ja, da muss man sie ja eben weggeben. Mhm. Wenn, solange sie im Schrank hängen, kann ja kein anderer ran. Also das sind oft so ein paar, einfach so ein paar kleine logische Kicks, die man braucht, um dann sich ans Entrümpeln zu machen. Und wenn man mal dabei ist, den Effekt kennen also ganz viele Leute, wenn man mal dabei ist, dann geht's nach den ersten kleinen Hindernissen geht's wie von selber. Man kommt dann richtig in einen Rausch. Ja, ich habe schon Glücksgefühle beim Zuhören. Aber das andere Extrem ist ja, nehmen wir jetzt mal diesen Schreibtisch, diese total aufgeräumten Schreibtische, die finde ich dann auch wieder nicht schön. Mit dem ganz leeren Schreibtisch ist es tatsächlich auch so eine Problematik. Ich glaube, da haben wir so ein Bild vor Augen von diesen Chefschreibtischen. Also immer, wenn sich irgendwie so jemand vom Bundeskanzler aufhört, also fotografieren lässt, dann ist der Schreibtisch leer. Mhm. Und das ist natürlich fake, das ist fürs Foto. Oder das ist jemand, der halt dermaßen viel Mitarbeiter hat und alles delegiert. Also das ist unrealistisch. Die meisten Chefs, die ich kenne, haben einen ziemlich vollen oder halbwegs aufgeräumten Schreibtisch. Interessant war jetzt übrigens der Schreibtisch von Trump. Also da, wo er dieses Interview geführt hat, da war also dann doch die ganze Welt so